Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim vorletzten Rennen beim großen Preis von Brasilien beim F1 Manager. Nachdem Pierre Gasly im letzten Rennen in Mexiko durch einen verrückten Chaosrennen, wenn man es wieder so will, Weltmeister werden konnte, nachdem ausgerechnet sein größter Rivale Verstappen gekräftigt eine rote Flagge ausgelöst hat, ausgeschieden ist und Gasly vom vorletzten Platz aus das Rennen mit fast 10 Sekunden, 9 Sekunden ungefähr gewinnen konnte. Das sagt aber alles, was das für ein Rennen war. Die Ferrari, die sich abgeschossen zu haben, also war viel los und Gasly konnte damit schon die WM-Krone aufsetzen. Ich habe damit noch nicht gerechnet, dass es in Mexiko schon passiert, aber gut, wenn Verstappen einen Fehler macht, seine Schuld, dass es schon passiert ist. Also kann der Gasly nichts dafür. Der ist einfach genial gefahren wieder, war schnell, ohne Fehler und am Ende wird es halt mit dem Titel belohnt. Was aber richtig spannend ist, auf jeden Fall, das ist die Konstrukteurs-WM. Da trennen nämlich Haas, was einfach mal das beste Team ist, was im Wiederf in 100 Jahren nicht passieren würde, Ferrari und Red Bull, die ersten drei Teams also, innerhalb von 5 Punkten nach 20 Rennen und nur noch zwei anstehenden. Also das, also spannender geht's ja fast nicht, oder? Aber der Druck ist rasend hoch natürlich deswegen. Also was das zumindest angeht noch. In der Fahrerwelt haben wir noch ein Ziel vielleicht. Eventuell Magnussen vielleicht noch auf Platz 6 zu verhelfen irgendwie. Irgendwie. Da müsste halt Gasly fürs Umbiffen jetzt, wo er Weltmeister ist, auch mal Magnussen unter die Arme greifen, dass er mal der Wingman ist. Gasly ist ja Weltmeister. Wenn Magnussen dann mal dabei ist. Also wenn er. Wenn Gasly. Wir müssen auch auf die Konstrukteurs-WM gucken. Und da ist mir die lieber als so ein dummer sechster Platz von Magnussen am Ende. Der hätte Dritter sein können in der WM, ne? Oder zumindest Vierter, wenn der mal nicht seine ganzen Fehler gemacht hätte. Ah, gut, so ist es. 11 Tage, wir haben über fast 20 Millionen Geld. Wow. Aber wir werden mal noch nicht ausgeben davon. Das können wir alles dann schön im Winter machen, wenn die Saison vorbei ist. Wenn wir auch alles fertig haben an. Ja, wenn wir in der neuen Saison sind, sagen wir es mal so. Was haben die? Haben die hier irgendwie entwickelt? Ich glaube, der nicht, aber. Nee, der ohne. Okay, gut. Das Personal verlassen wir jetzt mal. Was kommt, kommen wir an? Abkürzung überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben uns gar nichts mehr gemacht. Glaube ich zumindest. Fertigung, Forschung. Ja, drei Forschungen. Wir haben viel Forschung gemacht. Drei Unterböden mit richtig vielen Stunden. Boah, das könnte richtig gut werden. Aber gut, damit haben wir gar nichts zu machen. Jetzt. Wir können einfach die Zeit vorspulen eigentlich und gut, wir könnten Geld ausgeben, aber wie gesagt, das werden wir erstmal warten, weil ich will lieber mal, auch weil wir. Safe, jetzt habe ich mich dazu entschieden, den neuen Team kriegen und holen trotzdem auch wenn Magnussen die letzten beiden Rennen glänzen sollte, sagen wir mal, einfach ohne Fehler jetzt. Das hat er uns schon mal gezeigt. Vier Rennen hintereinander hat er uns das mal gezeigt, wo ich dachte, hey, jetzt geht's mal bergauf. Und dann macht er wieder in dreimal drei Rennen hintereinander zwei Fehler pro Rennen. Nee, muss man sowas nicht haben. Das ist so ein bisschen täuschen und tarnen. Der will uns weiß machen wieder, dass er doch fahren kann, fehlerfrei, und dann macht er wieder so eine Scheiße am Ende. Auch wenn er in Mexiko natürlich ausnahmsweise mal nichts dafür konnte, aber es geht nicht nur um Mexiko, wo er mal ausnahmsweise nichts dafür konnte. Es geht um die anderen Rennen, wo er fast alles immer vermasselt hat. Meinst du, eine WM-Platzierung gegen die von Gasly spricht von alleine? Das liegt nicht daran, weil Magnussen deutlich langsamer ist als Pierre. Das liegt daran, weil der schon hunderte Fehler gemacht hat und mindestens wegen Fehlern 100 oder vielleicht sogar 150 Punkte schon dafür eingebüßt hat. Nee, sowas brauchen wir nicht. Das könnte so ein, keine Ahnung, so ein Latifi vom Real Life sein. So übertrieben. Nur noch schlimmer als Latifi im Real Life. Noch schlimmer als Mazepin im Real Life vielleicht sogar. Nee, brauchen wir nicht sowas. Ich mag Magnussen im Real Life. Aber hier im Spiel braucht man den jetzt nicht. Wieder irgendjemanden, den ich nicht kenne. Auftretende Fahrer. Och, ja, ach, Motor im. Och, das liegt bestimmt an Magnussen. Oh, wegen diesem Crash. Och, was heißt alles bei Magnussen, oder? Ja, alles bei Magnussen, weil das so gecrashed ist. Oder weil er abgeschossen wurde. Oh, müssen wir da mit ihm nochmal Strafen hinnehmen, oder was? Dadurch. Magnussen, wo hat er ist die. Ach, Komponenten. Guck ich mir dann an, die Komponenten. Guck ich mir dann an, aber. Das darf ja nicht wahr sein, Mann. Okay, aber jetzt sind wir erstmal beim Rennwochenende. Und. Ja, nein, nein, Leistungsvorgaben. Ja, das wieder so. Und dann. Ah, komm, klick. Okay,
Es könnte, also, es ist Brasilien, na? Es könnte Regen geben, aber mal sehen. Aha. Ich hab's doch gewusst. Regen soll es tatsächlich geben. Aber zumindest aussieht immerhin nicht so starker Regen. Obwohl Regen, der kann auch gut sein eigentlich. Ne? Also vor allem Gasly, der ist im Regen auch echt eine Maschine meistens. Eigentlich immer. Der hat mal eine halbe Minute Vorsprung im Regen gewonnen in Kanada. In der ersten Saison, wo der Haas nicht mehr so gut war. Ne? Also Gasly ist der Regenspezialist auch. Also gutes Zeichen auf jeden Fall. Für ihn zumindest. Was Magnussen angeht, puh, was, ja, fehlende Auto, oh, das Getriebe ist sogar komplett Schrott. Oh, nee. Oh, ja, wir können jetzt keine Strafen mehr hinnehmen. Wenn wir um die Konstrukteurstitel kämpfen wollen. Oh, Alter. Ach, oh, Albon, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Also im Spiel, im Real Life nicht, aber im Spiel. Oh, ja, okay. Getriebe sieht so aus, IRS, ja. Oh, Mann, das sieht da auf der Ware, der Motor. Ja, wir müssen nicht drauf nehmen. Der Motor, die sehen alle kacke aus. Och, Albon, ich hasse dich so sehr. Ey, was bist du für ein Untermensch? Ah, ja, gut. Kümmern wir uns dann nach den Trainings drum. Was es die Sache noch ein bisschen spaßiger macht, immerhin, ist beide Red Bull nehmen Strafen hin und auch Leclerc. Also auch drei unserer Rivalen. Damit wäre es jetzt ganz gut, vielleicht sogar mit Magnussen und Omar Strafen hinzunehmen, weil es für Gasly dann ein Geschenk ist, halt egal wie er sich qualifiziert, am Ende vielleicht sogar auf Pole zu stehen am Ende. Und sein Duell ist vielleicht dann gegen Sainz einfach bloß um die Pole, so sagen wir mal so. Ja, das macht's besser, sage ich mal, wenn wir mit Magnussen alles wechseln lieber mal. Aber mal sehen. Oder und es ist Regen, vielleicht kann er da unten, vielleicht gibt es da noch ein bisschen Chaos, ja. So, hier wären wir also wieder schon beim vor dem Qualifying. Ich habe mich dazu entschieden. Gut, der Motor bleibt uns keine Wahl, den müssen wir wechseln. Also ohne Strafen kommt er hier nicht hin, K-Mac. Ja, beim IRS geht für das IRS noch. Nehme das, ich weiß nicht, ja, das Getriebe. Obwohl, ja, das Getriebe halt ohne. Das geht halt auch eigentlich noch klar. Andererseits ist es doch cleverer, lieber doch alles an Strafen hinzunehmen. Zumindest das Getriebe noch. IRS weiß ich nicht. Wollen wir es ohne einfach hinnehmen? Ja, ist schwer, ist schwer. Nimm mal den letzten Platz hin. Die anderen, auch die Ferrari, Red Bull, müssen Strafen hinnehmen auf jeden Fall. Und es kann nicht schaden, wenn Magnus wieder neue, komplett frische Komponenten hat. Ja, gut, das war nicht der Plan, dass er nochmal von ganz hinten starten muss. Puh, das wird. Das wird, glaube ich, kein unbedingter Spaß. Schätze ich mal. Oh, haben die überhaupt nur zwei Fünfte zu soft? Ja, haben sie. Okay, gut. Gut. Ja, gut, erfahrt mal, Jungs. Dann vielleicht sollte ich doch Gasly lieber immerhin. Aber macht so viel Sinn eigentlich? Ich glaube, Magnus wird eh vom letzten Platz starten. Zwei Zehntel Pierre schon wieder vorne, wow. Also gut, vielleicht hat er Wind schon gehabt, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht unbedingt. Also nicht viel zumindest. Da war so ein Respektabstand eigentlich. Hamilton auf mal 3 Uhr sogar hinter Magnussen, Lewis. Oh, das macht schon mal Mut. Okay, Verstappen. Ja gut, der ist eh keine Hürde erstmal. Für den Anfang des Rennens zumindest. Der hatte eh die Strafen. Aber der Rest. Ah, jetzt kommt die noch an. Okay, ja gut. Leclerc fehlt da noch irgendwo, wo bleibt er? War aber ganz schön eng trotzdem. Ja, vor allem Gasly ist wieder gut dabei. Ja, Sainz ist halt das Ziel zu schlagen, vor allem, ne? Im Qualifying. Oh, ist ganz schön eng. Und Mika, beide Aston Martin sagt er in Q2. Was geht denn da mit denen? Alonso hat echt. Also, was Alpha Tauri macht, was macht Alpha Tauri? Die haben so nachgelassen. Oder hat Alonso. Ah, okay. Ja, sag ich und dann macht Alonso sowas. Ja, okay, dann hat Alonso einfach keinen Perfekter. Ja, guckt euch das an, ja. Guckt euch das an mit den Strafen. Obwohl, da wird Verstappen gar nicht mehr so viel weit hinten fahren fliegen, oder? Ja, gut, aber Magnussen, wenn sie dafür für andere alles auch gewechselt haben, bedeutet das auch nicht mehr unbedingt der letzte Platz für Magnussen. Am Ende. Mal sehen.
95 bei Gasly, das waren vorhin 94, hat das ein Minimum was gebracht. Und bei Magnus ist es geblieben bei 88. Wenn man versucht, es besser zu machen. Okay. Ja, irgendwie bin ich da. Oder schlechter will ich nicht sagen, aber irgendwie habe ich nachgelassen mit den Setups. Kriegt das nicht mehr. Hab das meistens immer nah an die 100 rangebracht bei beiden. Oder auf die 100. Jetzt. Gut, das ist da dran an der 100, aber Magnus halt nicht unbedingt. Und beim letzten Mal war es lieber andersrum. Da. War Gassi nicht so berauschend mit dem Setup. Ja, jetzt mit gebrauchten Reifen erstmal wieder. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Das Gassi Windschatten bekommt oder Magnussen? Ist ja so die Frage jetzt. Ich denke einfach mal trotzdem Gasly irgendwie, weil Magnussen wird eh weit hinten, wahrscheinlich ganz hinten trotzdem starten. Schätze ich zumindest mal, was das angeht. Oh, aber jetzt kriegt Magnussen noch ein bisschen Wind von vielleicht. Aber wieder diese zwei Titel, aber Gasly fällt doch einfach. Ich meine, Magnussen hat jetzt sogar die frischeren Komponenten jetzt. Boah! Okay, das ist ein Schlag in die. Das tut schon weh jetzt. Oh, vor allem war es, haben wir so nachgelassen. Also gut, Gasly kann sie Gas sein, aber für die Konstrukteurs-WM gefällt mir das gar nicht. Ah, okay, man darf nicht vergessen, es sind gebrauchte Reifen. Bei Magnussen werde ich lieber nochmal rausfahren. Ist mir ein bisschen nicht so geheuer gerade. Oh, nein. Nein, das war dummes Timing. Oh, wie lange warten die denn aber auch? Wie lange warten die denn auch? Ja, keine Verbesserung von Magnussen, das war richtig dumm gemacht. Och, Mann, wie lange warten die aber auch, Mann? Ich dachte. Das ist ja perfekt. Ja, Magnus wird glaube ich schaffen, oder? Obwohl da ist er Verstappen. Ja, stimmt, den habe ich noch gar nicht davon gesehen irgendwie. Ja, Magnus raus. Magnus raus, das war so klar. Ach Mann, das ist so ein Dreck, Alter. Wie lange haben die denn gewartet schon wieder? Ja, gut, ist am Ende eh egal. Halt die Strafen, Junge. Puh, das ganze Feld schon wieder Strafen fast schon. Ich glaube, für Magnus wäre das so letzter Platz gewesen, glaube ich. Also somit ist es egal, aber trotzdem ist es so lächerlicher. Vor allem das Setup jetzt sieht oh kacke aus. Noch kack, noch mehr dumm auch. Oh, okay. Suche ich nochmal um dann ein bisschen. Ja gut, dann Q3 hat gar. Wie kann man das mit dem Windschatten am besten machen? Ich habe keine Ahnung. Er ist wieder raus wegen Pia. Ja, perfekt. Ricardo in Q3, okay. Interessant. Keine Ahnung, eine 9-4. Okay, oh, okay. Da wurde von dem Ricardo schön aufgehalten. Also das kann man wirklich noch besser machen im Spiel. Dass die KI immer Platz macht. Mann. Ja, toll. Wirklich ganz große Klasse. Wie hat er den wohl aufgehalten? Jetzt warte ich aber ein bisschen länger hier. Jetzt werde ich der letzte sein mit Pierre. Jetzt fahre ich auf keinen Fall als erstes raus. Die warten, also wie lange warten die denn aber echt hier? Nicht mal 3 Minuten noch, hä? Wie lange warten die denn, Alter? Sollen das wissen? Ja, toll, jetzt fährt Pierre aber raus. So, jetzt könnt ihr mich mal mit ihm aufhalten. Jetzt könnt ihr das gar nicht mehr, Jungs. So, und jetzt gucken wir uns die Runde an. Windschatten kriegt das nicht wirklich, aber komm, 18,5, immerhin grüner, gut, grüner Sektor ist schon klar. Aber im ersten Sektor wurde er gar nicht mehr aufgehalten und ist trotzdem grün, das ist schon mal schön. Im Mittelsektor wurde er aufgehalten vor allem. Oder eigentlich nur. Der letzte Sektor ist eh nur geradeaus und die letzte Kurve und der erste ist ohne ein bisschen was. Ja, das wird wahrscheinlich deutlich schneller gewesen sein, schätze ich mal. Also ich denke schon Platz 5 wird's, obwohl Bottas ist schon ganz schön gut unterwegs gewesen. Na komm. Ah, Platz 5, okay. Und besser gesagt, Platz 2, so wie das jetzt aussieht, schätze ich. Hinter Sainz oder neben Sainz. Ja, kann man damit leben. Einen zumindest wohl vorne dabei in der ersten Startreihe. Also hoffe ich mal, nicht wenn Verstappen irgendwie nur eine 3-Plätze-Strafe hat oder so. Ja, aber die Magnussen, ja, Magnussen mal klar. Gasly aber statt Platz 2 immerhin. Ja, das Setup ist die 95 das Maximum, was bei Pierre geht. Und bei, ja, Mike Hemec wahrscheinlich schon auch die 88 einfach. Ja, immerhin alles großartig, ist auch nicht so schlecht. Okay, wann soll der Regen kommen? Ist hier erstmal die erste Frage. Oh, okay. Okay, das soll nur am Ende kommen, okay. Und dann, okay.
Nicht so wirklich toll, wie ich mir es gewünscht hatte, aber okay, was soll's. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die normale Strategie mal mit. Ja. Ja, mit Medium starten auf jeden Fall. Dann gucken wir auf Mediums normal, eben, um dann halt einfach nie die harten Reifen gehabt zu haben bis zum Regen. Oder halt dann mit den harten einfach bis zum Regen, je nachdem. Aber ich glaube, bei unserem Reifenfleiß sind die harten vielleicht sogar die bessere Wahl. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, dann ziehen wir da genug rein. Im Rennen ist Pierre meistens sowieso oder allgemein unser Auto ein bisschen stärker vielleicht sogar als im Qualifying. Vor allem Gasly, vor allem Pierre. Das wieder mal umändern erstmal nochmal, damit das hier auf das Normale ist. So, und dann, oh, Magnussen habe ich da. Ja, habe ich. Okay. Los geht's. Es ist überwiegend sonnig und die Fahrer stehen in Startaufstellung. Wer wird gewinnen? Das wird sich zeigen. Hier beim großen Preis von São Paulo. Das Startsignal erlischt und los geht's. Und los geht's. Pierre kommt okay weg, aber auch nicht überragend. Hamilton kann sich von daneben setzen. Aber Gasly scheint vorne bleiben zu können. Ja, okay, auch da auf jeden Fall Magnussen. Ich schon mal vorbei. Oh, ich schon vorbei an zwei gleich. An Russell auch direkt. So wie es aussieht. Und Verstappen ist auch ganz hinten. Also der hat auch ganz schön Strafen hinnehmen müssen dabei. Ja, nicht schön. Gucken wir uns mal an. Konzentrieren wir uns Boah. jetzt auf den Das ist Haas. auch schon mutig. Für Magnussen Verhältnisse vor allem. Ja, sein Können, also an seinem. Ja, wie schneller er ist, liegt es ja nicht, aber es liegt halt an seiner. Oh, gelb. Oh, da hat's gekracht. Da hat's schon gekracht. Alfa Romeo. Und, also habe ich da glaube ich gesehen. Und Safety Car. Was da jetzt passiert? Ah ja, Vettel ist Alfa Romeo. Und wer hat dann noch? Mick, Safety Car, oder? Safety Car. Nein, kein Safety Car reinkommt. Touchiert. Auf der Strecke herrscht Chaos. Würde man gerne wieder die Wiederholung sehen wollen. Vettel ist raus und Mick ist letzter. Ich glaube, irgendwie gab es da zwischen den beiden Freunden etwa ein kleiner Kontakt. Der ist so ein bisschen abgeschlagen gerade, der gute Mick. Irgendwie haben die sich, glaube ich, abgeschossen. Ja, ich würde gerne mal die Wiederholung sehen wollen, aber irgendwie gibt es die jetzt gerade, ne Mann. Ja gut, was soll's. Dann machen wir Duan, kommt auch in die Box, war da auch involviert, keine Ahnung. Irgendwie keine Wiederholung gab es gerade, ich weiß auch nicht warum. Finde ich schade, hätte gern gewusst, was da passiert ist, aber gut. Der hat's ja gesagt, aber irgendwie kam die Anzeige nicht davon. Duan kam aber auch in die Box. Entweder gab es sogar einen Dreierkontakt mit Duan. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt wieder Standard fahren. Die Reifen wurden natürlich schön geschont etwas. So. Boah, gut, Carlos gut gemacht auf jeden Fall. Ja, und da gibt es den nächsten. Und was? Und noch ein Formel-1-Unfall. Was machen die denn? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Mick schon wieder? Oder zum ersten Mal, ich weiß nicht. Hä? Eine Was? Kollision. Jetzt gibt's die Das ist die Anzeige. Wiederholung. Jetzt sehen wir hier den Williams. Oh. Ja. Oh Gott. Du an der doch gerade schon in der Box war, glaube ich. Der muss glaube ich wieder, weil er viel geschossen hat. Oh Gott, was macht denn der Mick hier? Ich glaube auch, dass er mit Vettel hier Kontakt hatte, weil der war auf einmal ganz abgeschlagen, war auch in der Box. Duan genauso, gab hier einen Dreierkontakt mit Duan noch. Oh, Gasly. Haas überholt. Oh, Mick, Magnussen vorbei an Tsunoda und Gasly vorbei an Sainz erstmal. Übernimmt jetzt die Führung, oh, Magnussen ist sogar 14er schon. Wenn nicht schlecht, 14er schon einfach mal. Ist das eine neue Krass. Rangplatzierung? Oh, und Hamilton. Der scheint da irgendeinen Fehler gemacht zu haben. Was geht Das denn hier war ab? Dreher. Sehen Sie, Dreher! was da Was passiert geht denn ist. jetzt hier schon ab? Sehen wir uns das an. Los, Alter, Hamilton, Alter, Alter, Alter. Was Was geht hier ab, geht Alter? Jetzt ernsthaft.
Das ist schon der dritte Zwischenfall in diesem Rennen, in Runde 5. Runde 1 schon direkt. Oder Runde 2. Runde 1, Runde 2, ich weiß nicht, was. Runde 1, ich glaube Runde 1 schon. Dann diese eine kleine Kollision mit Duan und Mick und jetzt der Hamilton-Dreher. Also was geht denn hier ab bisher? Unglaublich. Batterie ist wieder leer bei K-Mac. Gasly hat noch ein bisschen. Ah, das war es schon für Hamilton jetzt. Auch beide Mercedes jetzt außer der Punkte. Boah, das ist echt ganz schön brutal gerade. Aber so richtig. Ja, auch Perez ist aber gut dabei. Auch Perez, ja. Wir haben halt aktuell auch nur einen, der da ganz vorne ist. Magnussen, der gut Wettbewerb auch immerhin, ne? Versammelt auch nur 12. Magnussen 13. Aber die beiden Ferraris fahren. Die haben beide aus gerade da vorne. Sainz fährt um den Sieg mit. Leclerc ist da auch relativ nah dran. Kann da vielleicht aufschließen eventuell. Ich ihm zuzutrauen, dass er sich da auf jeden Fall noch aufschließen kann wieder. Und Pierre scheint wo vorne zu bleiben. Erstmal hier wieder. Okay, sehr gut. Wir lassen ihn jetzt nicht unnötig pushen erstmal. Das soll erstmal hier fahren. Und dann werden wir sehen. Na, Magnussen hält erstmal gut mit zumindest. Aber ich kann... würde ihn jetzt erstmal nicht unbedingt viel pushen lassen gerade. Bei der ganzen Sache. Fährt beide am... ah ne, fährt halt eine Strafe für die Kollision, okay. Nehme ich mal an mit Mick oder so. Vielleicht war der auch schuld, keine Ahnung. Oh, die beiden haben sich wohl lieb hier, Sainz und Gasly. Jo, und Perez auch noch. Nein, ist nicht nur der. Oh, puh, das wäre fast bitter geworden. Hätte Pierre fast zwei Plätze auf einen Streif verloren. Wäre nicht schon das Wahre gewesen. Von Hamilton war es auch nicht das Wahre mit diesem Fehler. Eieiei. Ja, Magnussen bleibt immerhin dran. Mehr kann er erstmal nicht tun. Bis zu Platz 8 zumindest ist alles nah dran. Bis Platz 5 eigentlich sogar, wenn man das auch Twallen oder zurechnet, ist er nicht mehr als 1,4 Sekunden dahinter halt. Dahin, das heißt von der Riesenlücke, wenn man so will. Und auch Leclerc, wie ich befürchtet habe, er wird aufschließen können. Oder schließt auf. Ah, es gefällt mir nicht so, dass Ferrari da so gut aktuell dabei ist. Während wir mit nur einem wieder zu kämpfen haben. Und auch Red Bull diesmal mit einem zu kämpfen hat, weil Verstappen Strafen hinnehmen musste. Ah, jetzt fahren wir für Softs, sehe ich hier gerade. Ja, Bottas und Alonso fahren sogar Softs. Interessant. Oh, und Verstappen jetzt mal vorbei an Bottas. Ja, sieht sehr gut aus für ihn. Oh, jetzt wird auch Pierre auf immer. Verliert Pierre ein bisschen was sogar auf Sainz. Eieiei. Oh, gelb. Oh, das ist. Und das ist der Bottas. Der gerade noch neben Verstappen war. Eieiei. Haben da die Räder blockiert? Na gut, eine geschenkte Position für Magnus natürlich, klar. Na komm, Pierre, hab das DS, hab das DS, hab das DS, hab das DS. Ja, Pierre hat das DS. Pierre hat das DS. Das wird ihm helfen, um da weiterhin dran zu bleiben. Leclerc schon. Alter, Leclerc schon Dritter einfach. Der hat schon Perez überholt. Wie das denn? Oh, na gut, er hat. Ja, okay, Perez lässt sich aber das nicht gefallen. Na, okay, Perez wieder durch. Hat Checo sehr gut gemacht. Nice, Magnus. Oh, raucht. Oh, und das ist Twall. Alter, ja, so kann auch Twall mit einem Fehler jetzt. Die Räder haben blockiert. Der raucht irgendwie, oder? Sehen wir uns die Wiederholung an. Ja. Sehen wir uns das an. Es ist Lance Stroll. Tja, das ging daneben. Die Räder blockiert. Ja, das ging mal wirklich daneben. Aber sowas von. Der raucht irgendwer. Ist es Norris? Ist das Norris? Ja, Norris raucht hier. Ey, der hat einen Motorschaden. Ne? Im Relive würde der jetzt abstellen müssen, aber ja, das ist halt nur Spiel. Da stellt er natürlich nicht ab. Aber krass, ich dachte, das kann man nur. Also, hab nicht gedacht, dass die KI sowas ummacht, dass die noch mit alten Komponenten mal fahren. Krass. Also, wir haben es auch noch nicht gemacht. Also, wenn ich es mal gemacht habe, einfach nur im Training halt, um die Komponenten zu sparen, na, da machen wir es immer. Da sehe ich dann immer, wie es raucht. Aber im Rennen haben wir sowas noch nie gemacht, glaube ich. Und dass die KI sowas dann noch macht, puh. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich meine, wenn wir das schon nicht machen im Rennen, die KI soll ja angeblich von der künstlichen Intelligenz her cleverer sein, eigentlich. Weil die halt eigentlich keine Fehler machen. Also gut, wenn man sie mit Fehler programmiert, klar. Haben die ja gemacht. Ich meine, die verbremsen sich ja. Also, die verbremsen sich ja alle, aber. Und machen Fehler, aber.
Wenn man wollen würde, na, kann man das, die auch so machen, dass die keine Fehler macht. Aber Gassi hat sich wieder ein bisschen gefunden. Der war gerade weit weg, ist er wieder voll angeschlossen an seins. Ah, er fährt schon eine weite Linie. Was soll denn das werden? Oh, was fährt er für eine weite Linie? Pierre, was macht er für eine Linie? Ja, nein, DS, DS hat das DS. Oh, hat er CRS noch? Nein, hat er nicht. Was ist denn da für eine dumme Linie gefahren? Was ist da für eine dumme Linie gefahren, Mann? Ja, soll mal Perse vorbeikommen einfach. Och. Ich werde jetzt wieder so dumm anstellen oder was. Ja, komm, wir lassen den Pierre mal kurz aggressiver fahren. Ich komme der wieder ran. Was fährt er für eine Linie? Ernsthaft jetzt? Kein Wunder, verliert er jetzt Zeit. Ah. Er kommt, der. Oh, jetzt kommt Leclerc erstmal wieder. Pass mit einem Überholmanöver. Ah, Magnussen auf 10 ist schon. Magnussen in den Punkten. Verdammt! Lol, wie schnell ist der jetzt auf 5 gekommen? Was? Alter, wie ist der jetzt auf 5 so schnell gekommen? Einfach mal. Alter, wir können ihn noch ein bisschen aggressiver fahren lassen, Pierre, weil der Stopp kommt dann eh von den 10 in 5 Runden circa. Wenn wir den 2 Stopp machen wollen, würden. Aber wegen dem Regen macht es so Sinn einfach. Was fährt er für eine Linie? So eine weite, dumme. Check ich nicht. Ja, komm, Alter, was ist mit den Ferraris los? Also, ich glaube sogar, die haben nicht so viel für die Forschung getan, kann das sein? So stark wie die jetzt noch sind gegen Ende. Ja, gut, wir sind auch noch stark und haben viel gemacht, ja, aber wir haben jetzt ein bisschen danach sind. Ich meine, im Vergleich zu den Ferraris zumindest. Die Red Bull nicht, die sind ungefähr auf einem Niveau mit uns, aber die Ferraris, die scheinen echt krass zu sein. Magnussen ist, wo man dran ist, so an den hier. War ein bisschen weiter vor, würde ich sagen. Oh, es kommt von dir erst in die Box sogar. Wie kann Gasly überhaupt immer Ist noch. das eine neue Rennplatzierung für Haas? Wie kann Gasly überhaupt immer noch da vorne sein? Der hat absolut keine Mega Paces mehr, ne? Und wenn der auch reinkommt in die Box. Wir lassen Pierre jetzt einfach mal angreifen. Magnussen genauso. Und dann. Ja. Safety kann natürlich auch immer gut sein, was das angeht. Da kommen wir für in die Box sogar Sieht aus, als tatsächlich. würden die Reifen blockieren. Oh, jetzt kommt es halt auch in die Box. Ja, wir kommen jetzt auch in die Box. Für aber Mediums, natürlich. Für Mediums natürlich, klar. Und jetzt gonna be Box, 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 Box. Box, 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 Box. Ja, und Magnussen auch mit direkt rein. Für mich ist natürlich, ich meine, was anderes, sage ich mal, macht ja fast keinen Sinn, was das angeht. Oh, Magnussen, willst du deinem Teammate noch einen Gefallen tun hier? Ja, los, mach es, mach es, mach es, mach es, nein. Mach es doch, mach es. Halte noch seins auf. Ein bisschen. Und dein Teammate ein bisschen zu helfen. Ah, Mann, das war knapp. Punktlandung, das hat Ferrari gut gemacht. Dass Ferrari immer was richtig machen kann, ne? Unglaublich. Ich glaube aber Leclerc, wenn der jetzt reinkommt, ja, der wird auf jeden Fall vorbei in Gassi kommen. Die Stops bei Haas, die sind eine Katastrophe. Ich frage eigentlich wo, aber man hat ja gesehen, ja komm. Ja, war ja klar. Guck mal, wie langsam die sind, diese Idioten. Alter, ist das nicht zunutze, diese Typen. Was können die überhaupt? Oh, dadurch ist das damals richtig nah dran am Pier. Auch schon. Also lassen wir Pierre mal ein bisschen angreifen einfach. Wenn er zum Beispiel wieder rankommt, ist an Leclerc. Magnussen genauso. Darf jetzt mal ein bisschen Gas geben einfach. Okay, Pierre ist dran, aber wieder Pierre ist wieder dran und damit. Zumindest kann er wieder Stamm fahren. Mir war es halt mal wichtig, dass er wieder rankommt da. Ich glaube, Leclerc hat eine gute Pace. Wieder um da ranzuschließen. An zumindest Perez, glaube ich. Mick ist 6 einfach mal. Ja, da hat er schon gestoppt eigentlich, ne? Ja, Magnussen, come on. Okay, Mick, gib einfach Gas. Oh! Achso, ich dachte schon, das ist ja okay. Das ist der Kampf um Platz 4, 3 jetzt. Pierre ist vorbei. Erstmal. Ja, wird schwer gegen die hier, ne? Haas überholt.
Wir müssen eigentlich ein bisschen aggressiver fahren, zumindest. Ein bisschen aggressiver von. Ah, wird schwer. Die müssen. Wird schon. Oh, jetzt finde ich so Runde von Magnus immerhin mal. Ja, da ist aber on fire auch der K-Mac. Der ist mal so richtig on fire jetzt. Der will es wissen. Offensichtlich. Ja, Pierre ist hier ganz schnell jetzt, aber das nützt ihm nichts, weil er hier kein ES hat und dann eh verlieren wird. Ah, Mann. Ja, aber trotzdem ist er nicht verloren, würde ich sagen. Ah, kommt der Leclerc mal endlich vorbei? Nein, kommt er natürlich nicht. Und Pierre staubt sich das DS ab. Ist gut, aber naja. Okay, Magnus ist dran in dieser Gruppe wieder. Kann ein bisschen weniger Speed fahren jetzt, erstmal würde ich sagen. Ja, Pierre, komm. Er kommt doch jetzt wirklich ein bisschen näher ran dadurch, aber es verliert halt wieder mindestens eine halbe Sekunde. Obwohl, so schlimm ist es dann doch nicht. 13 waren es wohl jetzt. Ja, 13 waren es ungefähr jetzt nur. Aber wer hat das DS ist, das hat diesmal Leclerc. Aber Albon ist schon meilenweit weg, ne? Albon ist schon richtig meilenweit weg, was das angeht. Ja, machen wir einfach ein bisschen weiter schneller vor. Ja, er hält den Vorsprung immerhin, er hält den Vorsprung. Wir können ja Pierre nicht so viel Speed geben lassen, ne? Ja, wir können ihn nicht so viel Speed nehmen lassen, ne, ne, ne. Oh, das ist doch eins, aber Geld, das war zu nur da. Die Räder haben wohl blockiert. Das war der Yuki. Ah. Ah, wir können aber nicht so viel Speed mehr. Nee, wir können nicht mehr viel Speed gehen lassen jetzt. Die Reifen müssen wir ja noch halten. 13 Runden lang circa. Wie auch immer der Regen kommen soll. Ja, sogar 14 Runden soll er erst kommen. Ei, ei. Ja. Wir haben nicht ganz die Pace heute, um wirklich gewinnen zu können. Außer es passiert ein bisschen Glück mal wieder. Weiß man ja nicht. Auch Verstappen scheint es nie. Oh, Verstappen sogar fahrt nach Reifen. Ja, das ist gar nicht so dumm gewesen. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Oh, Gasly weit ab von der Linie, aber der ist noch dran an Leclerc. Ja. Okay, war so wahrscheinlich nur ein kleiner Fehler, so wie das aussieht. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Ja, okay. Es war ein kleiner Fehler. Nicht gerade Grund zur Freude. Ach, halt dein Rand. Das war ein minimaler Fehler, bitte. Man muss es so nicht wieder überdramatisieren. Der ist ja immer noch dran an Leclerc, so ist es ja nicht. Und er macht sowieso kaum Fehler eigentlich. Nie Fehler. Ist das eine neue Rennplatzierung für Haas? Anders als dieser Kollege hier. Obwohl der bisher auch mal bisher noch keinen einzigen Fehler gemacht hat. Das ist mal erfreulich und auch erstaunlich irgendwie. Ja, Sainz aber echt einfach in der eigenen Liga heute. Sainz. Der hat es unter Kontrolle. Ich meine, Perez zockt der Uhr ab, aber auch Perez hat eine mega Pace und Verstappen auch, der kommt da jetzt sogar näher an uns ran. Oh Mann, das gefällt mir alles so nicht. Nur ein Platz 5 und dann Magnussen, der hier ja, bisher nur Platz 9 ist, das gefällt mir alles nicht so. Platz 5 und 9 wären auch nicht schlecht, aber schnellste Runde, ui, das kam jetzt unerwartet, weil Magnussen hat die schnellste Runde mit freier Fahrt und mit voll angreifen gemacht und Pierre jetzt ohne angreifen mit nicht mehr so guten Reifen jetzt und ja gut, er hat das DS gehabt, okay, aber der, ja trotzdem, nicht schlecht. Die nächste Runde kann auch wichtig sein natürlich, wenn der Regen kommt und wir haben die, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, den wir dann haben können. Weil der Regen soll laut Vorhersage nicht mehr aufhören direkt. Somit, wer jetzt bis zum Regen die nächste Runde dann hat, bis der kommt, der wird die bestimmt auch bis zum Ende des Rennens haben und das wäre halt gut. Damit wäre das auch ein extra Punkt, den wir uns somit sichern würden. Ob nur Magnussen oder Gassi den haben, das ist mir super nahe eigentlich. Sowas von egal. Vor allem, weil Gassi eh von Weltmeister ist, der braucht keinen, unbedingt keinen extra Punkt mehr. Den könnt ihr Magnussen eigentlich sogar gebrauchen. Um vielleicht irgendwie, dafür gibt es zwar nichts, aber ist halt trotzdem einfach nur schön. Für Platz 6 halt, könnt ihr der extra Punkt schon mal nicht schaden.
Aber gefühlt kommt Leclerc wirklich näher ran an Perez, minimal zumindest. Oder kannst du mich besser mithalten als Gasly, wenn er vorne ist? Es wäre besser, wenn Gasly einfach dahinter bleibt, aber ich glaube, darauf hat er keinen Bock. Ich glaube, der Angriff wird es kommen, der nächste, oder? Ja, wie er kommt. Hab gar nicht so viel Bock, dass er jetzt angreift. Ah, okay, macht er aber. Mir wäre es wirklich lieber, wenn Leclerc vorne wäre, einfach. Weil der, glaube ich, einfach besser mithalten könnte, ja? Und da ist so wieder vorne, sehr gut. Ah, versammelt eben bei Ocean dran. So, was fährt der Leclerc für die Linie? Um eine Position vor. Nein, was hast du getan, Pierre? Du, es ist nicht nur gegen Verstappen, aber einbüßen. Bitte. Ah, das Benzin, Mann. Das müssen wir jetzt so langsam im Auge behalten wieder. Wir können jetzt nochmal einen extra Stop. Oh, versammelt durch die nächste Runde. Was machen wir jetzt? Stoppen macht ja fast keinen Sinn. Ja, wenn der durch die nächste Runde ist es halt so. Gasly ist aber immerhin im Kampf ums Podium gut dabei noch. Und im Regen ist Pierre eigentlich dann sowieso einer der besten Regenfahrer, nenn ich es mal. Oh, das IRS tut halt weh gerade auf so einer Strecke. Ah komm, bleib dran. Nein, er hat kein DS mehr, nein. Was ist der von mir für eine Linie gefahren? Ach Mann, ja, wir haben keine Pace heute. Ich merke schon. Also, die ist gut genug für Platz 5, ja. Wenn man sich mal den Rückstand von dem 6. anguckt, aber. Ja, trotzdem, Magnus ist hier ohne 9. Grad. Ist immer mal angeschlossen, ist an Ocon. Sollte mal vielleicht bald funktionieren für ihn. Ja, hier vielleicht sogar schon, ja, sehr gut. Ja, komm, auch Magnus kann auf jeden Fall Platz 6 noch locker holen. Platz 6 und Platz 5 werden schon mal Schadensbegrenzung auf jeden Fall. Vor allem mit Magnussen. Der ist vorbei an Ocon ist. Das ist nicht so schlecht. Aber ich glaube, der wird turnen können jetzt. Ja, Pierre hat es so einbrechen müssen. Wahnsinn. Hätten wir doch auf die Harten gehen sollen, weil die Reifen sehen nicht mehr so gut aus. Die sehen nur einfach nicht mehr gut aus jetzt. Oh, aber gelb. Das war wieder keiner vor uns, leider. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Oh doch, war vor jemand uns. Genau. Leclerc. Achtung. Da ist Leclerc. Na gut, aber dasselbe Ding wie bei Gasly. Und wie? Das, ja, und wie. Dasselbe Ding wie bei Gasly hat kaum Zeit gekostet. Gefühl kam aber sogar Albon sogar näher ran wieder. Was? Die Pace ist ja vollkommen eingebrochen. Mann, Regen, beeile dich doch. Beeil dich, dummer Regen. Wir können Pierre nicht so lange Reifen, Benzin sparen. Da ist er noch mal langsamer, wenn er jetzt Benzin noch sparen muss ein bisschen. Was machen wir mit Magnussen? Ihn vielleicht mal kurz ein bisschen angreifen geben, um überall wegzukommen von Ocon vielleicht. Und weil eigentlich der Regen soll bald kommen. Der soll jetzt bald kommen. Wir lassen Pierre zumindest mal aggressiver fahren. Kann man sich nicht ansehen, Alter. Was ist denn daraus jetzt schon wieder geworden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut. Aber wie sich Pierre überhaupt noch davor Verstappen halten kann, ist mir auch gerade ein Rätsel. Ocon, Magnus von dran nebenbei jetzt an Alonso. Der ist es dran an Alonso. Sektor 1 ist gelb, Gasly ist es nicht. Magnus war es auch nicht, weil wir on-board mit ihm waren. Jemand ist von der Linie. Ach, du warst schon wieder. Ja, Benzin können wir aber jetzt nicht mehr so viel mehr ausweiten. Nee. Es geht ja um Platz. Mit Verstappen müssen wir versuchen mit. Also Gasly, wie will ich das sagen? Wir müssen mit Gasly versuchen, zumindest Verstappen heute zu schlagen. Damit wir immer einen Red Bull auch hinter uns haben. Mit Magnussen versuchen, Platz 6 zu holen heute. Und Platz 5 oder Platz 4 und 6 wäre immerhin etwas. Es kommt Verstappen doch mal vorbei, so wie es aussieht. Ah, oh, die Reifen, Mann, die Reifen. Red Bull ist weiter vorne. Es war von echt, also, wieso gehe ich mal auf Medium? Ist doch klar, dass wir einen schlimmen Reifenverschleiß haben. Jetzt wäre immer das Zeitfenster für einen Stop offen. Aber komm, es sind nicht mehr viele Runden. Komm, 3 Runden nur noch. 3-4 Runden, dann können wir schon wechseln. Komm. Komm schon. Die Reifen sind. Die Reifen sind echt eine Katastrophe schon. Aber immerhin 20, also wir können natürlich mit Pierre von den Stop noch leisten, aber jetzt macht es keinen Sinn, jetzt müssen wir durchfahren. Jetzt müssen wir auf jeden Fall durchziehen.
Gut, Sieg wird halt nicht, also außer wenn Sainz hier kein Fehler, also wenn er einen Fehler macht, Sainz, dann klar, aber sonst wird das nichts mit dem Sieg. Aber jetzt kommt das nasse Wetter vorhergesagt. Ja, Mann, nasses Wetter vorhergesagt, das hört man doch jetzt gern. Wird nicht mehr lange dauern, 2, 3 Runden und dann kommt der Regen. Also 3 Runden müssen wir noch durchhalten. Dann wäre auch mal für Magnus gut, der verliert ja jetzt auch ganz viel Zeit. Der Regen soll kommen möglichst. Ja komm, wir lassen beides aggressiver fahren. Wir lassen beide einfach angreifen jetzt. Wir lassen beide angreifen jetzt. Ein, zwei Runden. Ein, zwei Runden müssen die jetzt nur noch durchhalten mit dem Reifen. Dann seid ihr die. Oh, jetzt hat sich der Regen schon wieder weggezogen, Mann. Runde 45 wäre das. Mann, das machen die doch jetzt mit Absicht. Na komm, Reifen, komm, wir können nicht machen. Der verliert ist Pia, klar. Oh ja, okay, und Magnussen. Oh, Safety Car aber. Ja, Safety Car. Immerhin. Na gut, Magnussen ist wieder mal ein Clown jetzt. Ist er raus? War feine schon, so wie ich ihn kenne. Ja, ist er natürlich. Ist er natürlich. Aber wir gehen jetzt auf die Inters. Der Regen soll kommen. Wir gehen auf die Inters jetzt. Das ist nochmal Hoffnung für Gasly. Ich glaube nicht, dass die anders machen. Das ist unsere Chance, damit wir Pia noch vielleicht unser bemerkten Auto. Unser bemerkten Auto, was ist denn da passiert? Magnus mit der Strafe? Der hat er noch jemand abgeräumt? Weil der eine Strafe hat. No ist vielleicht, keine Ahnung. Die werden glaube ich. Magnus. Oh, Magnus mit der Strafe. Das wird er wieder für das letzte Rennen. Och Magnus, du bist ein Clown, wirklich. Ja, ist immer schön für Gasly natürlich. Das, weil ich glaube, die sind alle auf hart, genau, die sind alle auf hart. Sainz ist auch auf hart, genau. Und Gasly auf Inters. Wenn der Regen ist. Ja, der Regen kommt! Es regnet! Es regnet! Es regnet! Ja. Goldrichtige Entscheidung, auf die Inters ist schon zu gehen. Also irgendwie schon wieder Danke, Magnussen, jetzt, aber trotzdem bist du natürlich ein Clown. Die Punkte hätten wir gut gebraucht, aber somit ist für Gasly nochmal neue Hoffnung jetzt geweckt. Der wird natürlich die Führung übernehmen. Der übernimmt jetzt die Führung, obwohl Perez bleibt sogar noch. Es fährt. Okay. Das Safety fährt irgendwie immer noch weiter. Hä? Das Safety fährt einfach und der wartet nicht auf den Führenden. Gasly führt jetzt. Richtig geile Entscheidung mit den Inters. Richtig geile Entscheidung mit den Inters gemacht gerade. Richtig gut. Richtig genial. Das war echt ein Geniestreffer, aber gut. Man kann es ja erahnen, ne? Dass es der Regen kommt. Die Reifen schon sind noch. Wie lange ist das Heftige draußen, bitteschön? Ich dürfte die Überrundeten mal überholen. Ich glaube, noch fährt das Heftige immer noch eine Runde, ne? Ja, eine Runde fährt immer noch das Heftige. Aber das ist gut für den Reifenverschleiß. Das ist sehr gut für den Reifenverschleiß. Damit können wir viel mehr pushen. Und vor allem jetzt voll Druck machen, weil es hat wieder ganz schön gut Benzin gebraucht. Aber erstens würde ich nur Standard machen hier. Okay. Gut, 20 Runden noch, oder? Sind es jetzt noch? Gasly muss zumindest das Rennen gewinnen jetzt irgendwie. Er muss zumindest. Oder zumindest aufs Podium kommen. Obwohl jetzt führt er halt, ne? Jetzt hat er halt diesen Luxus. Frische Inters. Wir werden mal jetzt gucken, wie die Pace sein wird. Ich würde ihn aber noch nicht übermäßig pushen lassen. Erstmal zumindest nicht. Aber Sainz hat schnell auch einfach, ne? Sainz hat auch einfach schnell. An diesem Wochenende. Das hat er bewiesen. Aber Pierre scheint sich doch minimal absetzen zu können. Vor allem hat er jetzt genug ES natürlich. Ohne DS, das wird auch helfen, erstmal um immer vorne zu bleiben. Ich werde einmal kurz aggressiv zumindest. Nicht angreifen direkt, aber aggressiv. Um mal sich zumindest eine kleinere Lücke rausfahren zu können. 20 Runden sind es ja nur noch. Also voll doch angreifen mal. Ich weiß es nicht. Was mir lieber wäre. Aber so kommt er ohne nicht wirklich weg, habe ich das Gefühl. Ja doch, jetzt hat, oh, was hat der für eine Linie jetzt, Alter? Was war denn da für eine Linie? Jetzt hat der mal die Gassi-Linie genommen von vorhin. Ja, aber nicht schlecht. 1,3 dadurch jetzt weg. Pierre. Oh ja, Mann, 20 Runden nur noch. Verdammt, jetzt auf immer Dritter dadurch. Leclerc nur noch Fünfter, was jetzt ist hier ganz viel Chaos ab. Oh, stand jetzt wäre es halt richtig interessant, ne? Stand jetzt wäre es halt richtig spannend. Red Bull würde 3 Punkte aufholen auf uns. Stand jetzt, oder? 28 mit auf nächste Runde. Ja. Die würden bis auf 2 Punkte an uns rankommen. Und Ferrari.
Ah, die würden um 2 Punkte die Führung übernehmen. Ja, es bleibt auch bis zum letzten Rennen spannend. Stand jetzt. Gasly ist weg erstmal. Stand jetzt erstmal. Ja, Pierre ist aber weg. Pierre ist sehr gut weg. Ich sag ja, im Regen ist er in einer anderen Welt. Im Regen ist er nochmal in einer anderen Liga. Also im Trocken. Was macht der Science da? Ich hab keine Ahnung. Wisst ihr was? Komm, Standard fahren wir jetzt erstmal wieder. Pierre hat erstmal einen guten Vorsprung. Obwohl, na komm, solange wir lassen, nutzen das aus, dass er hier einen guten Vorsprung hat. Und werden mal weiterhin angreifen. Einfach. 3 Sekunden im Fließ schon Vorsprung. Batterie ist leer, ja. Das könnte wieder ein bisschen problematischer werden dann, aber. Ja, trotzdem, 3 Sekunden sind ein guter Vorsprung. Aber ein richtig guter. Oh, gelb. Oh, das war der. Das war Wasser. Für Mercedes ein bisschen gebrauchter Tag heute irgendwie. Ja, Pia. Aber jetzt nicht nur pushen. Ich würde sagen, jetzt erstmal wieder runter, würde ich sagen. Pia hat. Ja, es ist das ES halt das Problematische. Ich könnte mal einfach ein bisschen weiter vormachen vielleicht. Ich glaube, das wird nicht bis zum Ende gut gehen, glaube ich. Es sind ja zu viele Runden, schätze ich mal. Aber noch hält sich Pierre. Unfall! Yuki ist auf. Yuki. Kein 60er bitte? Oder doch 60er wäre für die Reiter nicht so schlecht, aber. Ja, den 60er will ich vergessen nicht sehen, Jungs. Bitte. Klingt nach einem Unfall. Das nee, gibt's auch nicht, okay. Okay, ganz seltsamer Unfall. Irgendwie langsamer, seltsamer Unfall. Achso, der Regen, wie sieht denn der mal aus? Ja, das soll bis zum Ende auf jeden Fall trocken, nass bleiben. Ah, es sind schon ein paar Runden, ne? Die Reifen sind hier echt klebbar auf dieser Strecke, aber auch. Ah. Was machen wir jetzt mit Gasly auch? Sessige wäre halt genial, nochmal auf Interstafis wechseln. Würden wir vielleicht dahinter fallen, aber dann könnte Pierre nochmal voll angreifen, auf jeden Fall. So ist es schwer. Jetzt kommt das Science näher ran, weil er keine ES auf der Station mehr hat, ja. Aber Reifen können wir auch nicht mehr quälen. Ja, machen wir weiter vor. Ich würde sagen, bis sie dran sind. Bis sie dran sind, machen wir vor. Es scheint aber auch nicht allzu lange zu gehen. Oh, Benzin müssen wir wohl bald aufpassen. Verstappen ist sogar vorne. Auch wenn Verstappen wäre mir jetzt sogar fast lieber, wenn der auf 2 wäre heute oder gewinnen würde. Na, das Benzin. Ah, Pierre hat sich gut da gehalten. Ja, aber jetzt müssen wir auch aufs Benzin achten. Es ist wieder im Minusbereich eben. Ah, Pierre hat sich gut gehalten. Bis Runde 63 jetzt. Jetzt werden sie natürlich noch rankommen, das ist klar. Ah, Pierre hat es gut gemacht trotzdem. Sehr gut hat er das gemacht. Und kein DS freigegeben. Das wird es jetzt nicht einfach machen für die. Benzin können wir schon mal kurz, vielleicht mal Benzin ein bisschen sparen kurz. Obwohl will ich gar nicht unbedingt, eigentlich. Aber nur erstmal. Erstmal sollen sie Benzin sparen hier. Soll er Benzin sparen? Ja, aber jetzt auf der Ziel lieber nicht. Jetzt nehme ich zu nah dran. Ja, jetzt wird der Angriff kommen. Oh nein. Jetzt wird der Angriff kommen. Ja, so ein Dreck hätte ich doch mal nicht sparen gemacht. Komm, bleib mit dem ES, Halt dich mit dem ES. Es kommt eine Überrundung ins Spiel. Oh nein. Ja, nein. Du Vollpfosten, Mann. Du idiotischer Willi. Was hier ist gerade Duan, der einen Fehler gemacht hat? Ich sag gerade komisch was von dem. Ja, war Duan und dieser Idiot zu Noda musste natürlich mal wieder eine Rolle spielen jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, gut. Ah, komm, Pierre, halte dich wenigstens Platz 2. Platz 2 bitte holen, bitte. Das ist ja wichtig, Platz 2 heute. Immerhin noch. Sah auch noch eine lange Zeit nicht danach aus, unbedingt. Ich meine, Zeit ist weg, da werden wir nicht so machen. Wir können Pierre jetzt ohne mehr pushen. Obwohl, da können wir eigentlich schon. Es sind jetzt doch gar nicht so viele Runden, wie es aussieht.
Ja, Benzin, Mann, müssen wir noch sparen. Benzin müssen wir halt noch sparen oder was? Ich glaube nicht, dass es noch im grünen Bereich geht währenddessen. Wird so nicht gehen. Aber gerade deswegen könnte. Ah, komm, bleib vor Perre, bleib vor Max, ja. Das wird mal hier jetzt ein bisschen sparen hier an Benzin einfach. Sei es eh weg. Keine Pace so mehr mit den Reifen. Allgemein ist die Pace halt nicht so gut, aber komm, wieder Platz 2 helfen. Aber die Ferraris machen halt einen großen, großen Schritt heute halt auch. Und zwar einen richtig großen Schritt. Ja, das Benzin sieht gut aus wieder erstmal. Ein bisschen. Nein, oh, Alter, was ist denn das hier? Oh, das Drecks-ERS, Mann. Ja, keine Chance. Das wird noch Platz 5 am Ende, oh. Keine Chance. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aus mit dem Konstrukteurstitel. Oder kann Pierre jetzt irgendwie. Ach, scheiß was drauf. Der soll jetzt voll angreifen. Ja, das soll voll angreifen. Da macht er so. Da macht er oh den Angriff schon. Ja, komm. Komm, komm. Tu dich. Tu jetzt hier alles dafür geben für Platz. Für den. Ja, sehr gut. Er ist wieder vorn. Er ist wieder vorn. Okay, die Hoffnung ist noch nicht Ein vorbei. Überholmanöver. Aber ich würde wieder vorbeikommen, schätze ich mal. Oder mit dem ES jetzt. Oh, bitte nicht. Komm. Ah, jetzt sieht's gut aus. Diesmal sieht's gut aus wieder. Lange muss er nicht durchhalten. Lange muss er nicht durchhalten. 4 Runden nur noch. Und Benzin müssen wir auch noch ein bisschen sparen erstmal. Wenigstens das Benzin, was wir wieder in den grünen Bereich bekommen. Damit das kein Problem mehr dann darstellt. Verstappen, bitte bleib auf Leclerc. Wäre mir ganz lieb. Die sind ein bisschen enger an uns dran halt. Was das angeht. So, jetzt. Benzin ist wieder ganz gut, ist mal dabei. 0-0. Und das ERS, das ist killbar. Ah, komm, komm, komm. 3 Runden nur noch. Come on. Du kannst es schaffen, Pia. Du kannst es schaffen. Definitiv kannst du es schaffen. Ob das mit dem Sieg gereicht hätte, weiß man nicht, auch ohne Tsunoda, aber Platz 2 wäre auch gut. Es war ohne lange Zeit. Oh, jetzt kommt der Leclerc. Nein, das war gar nicht mal so der Plan. Komm, Max, halte dich, wo Leclerc. Oh nein, aber wie? Nein, kein Doppelsieg ist mehr Ferrari. Nein, oh nein. Oh nein, wenn die jetzt einen Doppelsieg holen, sind die vom Weltmeister, Konstrukteursweltmeister, kann man sagen. Das wird, werden wir nicht mehr schaffen. Komm, wenigstens ein Ferrari auch noch schlagen. Nachdem Magnus mal wieder einen Clown gespielt hat. Oder Max. Komm. Ja, komm. Hol dir Fall. Ferrari braucht nicht so viele Punkte heute. Ja, die werden eh schon viele Punkte genug holen wegen Sainz. Aber dann brauchen wir jetzt unbedingt noch das. Ja, komm. Letzte Runde gleich. Komm, du kannst es schaffen, Pia. Hol Platz 2 fürs Team wenigstens. Platz 2 ist schon noch ganz. Das ist Schadensbegrenzung. Also klar, ja gut, Magnus raus, aber was soll's? Schadensbegrenzung in Form von halt Platz 2, Podium. Das sah nicht so unbedingt danach aus. Vor dem Safety Car, vor Magnussen. Und ich glaube, das Schlimmste ist schon überstanden jetzt auch. Ich schätze ich mal. Oh, nein, 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 nein. Pierre, was machst du für eine Linie jetzt hier? Oh nein, es gibt nochmal Spannung. Nein, 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 komm, Pierre. Ja, er wird schaffen. Er wird schaffen. Platz 2. Okay, irgendwie Platz 2 gesaved. Und Sainz ist als Erster im Und Ziel. Leclerc immerhin nur Vierter, aber gut, das ist natürlich eine Katastrophe trotzdem. So eng wie wie wir alle das zusammen waren. Ja, wir gucken uns heute mal das nicht an. Weil ich habe heute keinen unbedingten Nerv dafür. Es war echt purer Kampf. Uah. Ja, Platz 2 muss man schon wieder darüber abfallen eigentlich. Die Fahrerin sieht eh egal. Also Magnussen, das war's für Magnussen. Da ist Platz 7. Was soll man machen über seine Unfähigkeit, dieser Vollidiot? Was soll's? Am Ende hat er immerhin Pierre geholfen, ja, aber. Was soll's? Ein Auto nur in den Punkten wieder. Ein Auto nur auf dem Podium. Und in den Punkten. Zu hart wird es dann bestraft.
auf einmal. Aus Platz 1 und Platz 3. Nur wegen Magnussen, weil der zu unfähig ist. Aber Ferrari ist so gut wie Konstrukteursweltmeister jetzt. 15 Punkte für Red Bull, 18 für uns. Magnussen, der ist noch die Strafe, 3 Plätze Strafe oder so hat. Weil er die Strafe nicht absitzen konnte. Ja. Ich hätte Kevin Magnussen von ihr rausschmeißen sollen, auf jeden Fall. Der ist von 5 Rennen vor Schluss. Der Typ ist einfach ein Idiot, ein Völliger. Aber gut, das war ja schon die ganze Zeit klar. Platz 2 können wir noch in Angriff nehmen. Komm, Platz 2, das wäre doch immerhin. Das wäre auch eine Steigerung. Wir waren ja in der ersten Saison Platz 3. Da wäre es schon Platz, Ziel, mindestens Platz 2. Den hätte ich schon gerne Platz 2, aber es wird nicht leicht, glaube ich. Nee, nee, nee. Aber gut. Ändert nichts dran. Gasly mit einem Entwicklungspunkt. Magnussen auch, wofür überhaupt? Der Nichtskönner. Der Crashkönig. Da kommt jetzt noch eine Fertigung des Seitenkastens an. Und ja, das war's dann. Was sagt der Vorstand? Erwartung übertroffen. Ja, toll. Ich bin aber von mir selbst wieder enttäuscht heute. Aber gut. Ein Rennen nur noch mit Magnussen und dann ist er endlich weg. Dann kann der seine letzten, was weiß ich, aufsagen. Ja, das ist schon lange klar. Die sind erfreut. Jetzt wirklich. Kein Sieg und einer nicht im Ziel wieder. Was haben die denn für Ziele hier? Wow. Wenn das so einfach ist, dann okay, gut. Ja, mal sehen. Der Konstrukteurstitel ist noch machbar, ja. Drei Teams kämpfen um den Konstrukteurstitel. Aber da muss ja bei Ferrari was schief gehen. Was nicht unrealistisch ist. Ich meine, Leclerc hat schon in Sanford was weggeschmissen. In Singapur, na, ist nicht unrealistisch. In Mexiko beide abgeschossen, na, ist nicht unrealistisch. Aber trotzdem, naja. Platz 2 muss unser Ziel sein zumindest. Der ist realistisch. 3 Punkte nur hinter Red Bull. Das kann man auf jeden Fall holen. Und reicht ja, glaube ich, schon, wenn nur einer unserer Fahrer vor dem anderen ist oder so. Ja, gut. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.